Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Ja, man kann es schon in dem Videotitel lesen. Es sind sehr, sehr spezielle Karten diesmal vertreten. Natürlich von Champion Pack über Turbo Pack bis hin zum Tournament Pack. Und die Sendung kommt diesmal von einer Person, deren Namen nicht genannt werden möchte. Und das muss ich auch so akzeptieren. Es war auch eine kleine Spende dabei. Da kommen wir auch noch dann am Ende zu. Und noch ein paar mehr Karten, die ich gekauft hatte für einen sehr günstigen Preis. Das sind die hier. Über die fliegen wir nur kurz am Ende drüber. Ansonsten, ihr seht, der Stapel ist richtig. Würde diese Folge einfach zu lange werden. Deswegen habe ich jetzt hier wirklich nur den Hauptteil sozusagen dieser ganzen Bestellung rausgesucht. Und anfangen werden wir mit Testament of the Arcane Lords. Das ist ja normalerweise eine Karte, bei der wir eine Preiskartenfolge machen würden. Ihr wisst ja, alle World Championship Cards, also die Preiskarten und die Promos, bekommen ja eine eigene Preiskartenfolge. Allerdings gibt es schon eine zu Testament of Arcane Lords, da das unser zweites Exemplar ist. Und das verlinke ich euch nochmal unten. Ich verlinke euch nochmal die Folge, könnt ihr gerne drauf gucken. Da reden wir ein bisschen über die Karte und über das Artwork und ich weiß nicht, ob ich da noch Hintergrundinfos hatte. Das werden wir dann sehen, war glaube ich ein relativ kurzes Video. Ja, Testament of the Arcane Lords, aktueller Wert glaube ich 275 Euro. Da sind zwei Anbieter da und danach geht es schon direkt hoch zu 400 oder so. Richtig, richtig cool. Gibt es auch in Ultra Rare, natürlich schwer zu finden. Das ist jetzt wie gesagt hier die Super Rare Replika, ist eine Matchwinner-Karte wie immer. Und meiner Meinung nach auch eine der schönsten Preiskarten überhaupt. Ich finde diese Karte, also für mich persönlich ist ja immer sehr subjektiv, ich persönlich finde diese Karte einfach wunderschön und ich bin froh, dass wir jetzt hier auch ein zweites Exemplar am Start haben. Gut, das war Testament of the Arcane Lords und es geht auch relativ kostspielig weiter. Und zwar mit Anti-Raigeki aus dem Tournament Pack 3. Da gibt es auf Card Market aktuell nur eine für 500 Euro, soweit ich weiß. Richtig, richtig teuer. Und das ist auch unser erstes Exemplar. Und das Artwork ist halt einfach übertrieben heftig. Dieses Gebilde aus menschlichen Knochen und vor allen Dingen der obere Teil hier mit den Schädeln, wo diese Spieße aus den Augen rauskommen, das ist halt richtig krass. Und naja, wie der Name der Karte schon sagt, ist diese Karte eben gegen Raigeki. Das heißt, wenn Raigeki aktiviert wird, wird der Effekt von Raigeki nicht direkt annulliert, sondern umgewandelt sozusagen, denn damit zerstört dann der Gegner all seine eigenen Monster. Ja, wie gesagt, unser erstes Exemplar, super Zustand. Richtig, richtig teuer und endlich in unserer, / meiner Sammlung. Weiter geht's mit dem mechanischen Jäger aus dem Tournament Pack 3. Und den haben wir sage und schreibe 4-mal am Start. Ich glaube 100 Euro waren das Stück, was die Karte an Wert hat, sage ich jetzt mal. Und ja, sind auch unsere ersten mechanischen Jäger aus dem Tournament Pack. Ich habe natürlich auch viele aus der Legendary Collection und so weiter, aber die von der wertvollen Variante her sind das jetzt doch auch unsere ersten. Richtig cool auf jeden Fall und natürlich auch alle im Top-Zustand. Dann geht's weiter mit dem Weißen Loch. Davon haben wir schon das ein oder andere Exemplar hier aus Tournament Pack 1. Den Wert an sich weiß ich jetzt gerade nicht auswendig, aber ich weiß, dass er ziemlich gestiegen ist. Das war, glaube ich, vor einer Weile noch eine 7-Euro-Karte und jetzt liegt der Wert auf jeden Fall noch um einiges höher, sage ich jetzt mal. Und ja, das ist sozusagen das Gegenstück zum Schwarzen Loch halt, ne? Sagt ja auch schon der Name. Auf jeden Fall richtig, richtig cool. Hoppala. Weiter geht's mit dem Schädelsuchenden Ritter. Das ist eine Karte aus dem Turbo Pack 1. Das ist jetzt eine Karte, die ist nicht so viel wert. Ich glaube, ein 5er habe ich pro Stück bezahlt. Ja, richtig cool. Ist auch eine extrem gesuchte Karte gewesen früher aus dem Set. Und gut, der hier hat jetzt hier eine leichte Abnutzung am Rand, aber die kann man überleben. Das ist nur hier oben und hier, falls man das sieht, ein ganz kleiner Fleck. Das ist jetzt nichts, was einen umbringt. Der andere ist in absolut makellosem Zustand und bei dem Preis, da, naja, ist das für mich kein Weltuntergang. Gut, weiter geht's mit einer Karte, die ist, glaube ich, auch in Super Rare aus diesen WC, als WC-Promo gab. Aus WC5 war der, glaube ich. Die hier ist jetzt aus dem Tournament Pack 6, das ist Restructor Revolution. Braucht man, glaube ich, nicht hier zu viel zu sagen, die Karte kennt eigentlich jeder. Richtig, richtig cool. War auch 2-mal dabei. Was ich dafür bezahlt habe, weiß ich aber ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich weiß auch nicht, was die wert sind. Ich persönlich halte die jetzt eher mal für eine etwas günstigere Tournament-Pack-Karte. Und ja, auf jeden Fall auch cool, dass wir die hier haben.
Dann haben wir Chain Destruction aus dem Tournament Pack 4, ebenfalls zweimal vorhanden. Auch richtig cool. Habe ich natürlich auch aus dem Original-Set in First Ultra war das, glaube ich. Und sie jetzt in Super zu haben, ist natürlich auch kein Schaden. Und sieht, wie das Original natürlich auch richtig nice aus. Ja, ich meine, das ist eine Fallenkarte, die hat doch ein cooles Design, oder? Kann man doch nicht sagen. Richtig schön oldschool, richtig schön düster. Mit den Totenköpfen hier auf den Karten. Richtig nice. Dann habe ich aus dem Champion Pack 1 einen nächtlichen Angreifer. Der ist zurzeit auch bei einigen Spielern ein bisschen gesucht, habe ich mitbekommen. Habe schon ein paar Leute haben mich schon angeschrieben, ob ich den zur Abgabe hätte oder so. Weil mich scheinbar einige Leute mit einem riesigen Shop verwechseln. Ich meine, ich heiße ja nicht House of Cards, weil ich alles verkaufe, sondern weil ich es horte. Aber nee, das ist, muss ich sagen, auch einer von wenigen Exemplaren. Ich habe mal nachgesehen, ich dachte ursprünglich, ich hatte noch gar keins, aber ich habe schon 4 oder 5 Stück vom nächtlichen Angreifer aus dem Champion Pack. Aber freut mich, dass der auch hier ist. Und ich glaube, der hat auch einen relativ hohen Wert. Ich muss nochmal gucken, aber ich glaube, der war doch ein bisschen hochpreisiger aus dem Champion Pack. Davon leider nur einer am Start. Dann haben wir der Unterweltler Mega Cyber war das. Genau, aus dem Tournament Pack 4 in Super Rare. Auch richtig cool. Braucht man, glaube ich, auch nicht viel zu sagen. Ich glaube, der war, das Originalset, war das nicht Pharaoh's Servant? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. War das nicht PSV? Kann mich aber auch täuschen, tut mir leid. Also ich habe das jetzt gerade nicht im Kopf. Auf jeden Fall, der aus dem Tournament Pack 4, richtig, richtig nice. Dann aus Gladiator's Assault First, also das ist keine Champion-Pack-Karte hier in Secret Rare, ein Elemental Chaos Neos, der ist natürlich auch ein bisschen teurer, ging mal 40 Euro First. Ich glaube, jetzt müsste noch, also das letzte Mal, als ich nachgesehen habe, war er irgendwo bei 17 bis 20 Euro, ist aber auch schon wieder eine Weile her. Und müsste jetzt das dritte oder vierte Exemplar sein, das ich von der Karte in Secret Rare habe. Dann, der ist aus The Dark Illusion, ich habe seinen Namen komplett vergessen. Das ist jetzt halt die japanische Variante. In Japan sind die natürlich in Ultimate Rare, bei uns war eher in Ultra. Habe ich auch, glaube ich, schon ein oder zwei von denen. Dann kennen wir wahrscheinlich auch schon aus den letzten Mega-Opening. Da war der auch zweimal in Ulti dabei. Jetzt haben wir ihn nochmal in Ulti und somit das japanische Ultimate Playset. Aus 303-45. Falls irgendeiner weiß, was das für Sets sind, also diese japanischen Sets, deren Setangabe nur aus einer Nummer besteht, wäre ich über Infos natürlich sehr erfreut, da ich ja aktuell dabei bin, etwas zu machen, was noch eine Überraschung ist. Und da bräuchte ich diese Informationen dazu, damit ich zumindest weiß, nach was ich schauen muss, um Informationen über das jeweilige Set zu bekommen. Und zu guter Letzt haben wir den Dunklen Magier, so wie wir ihn jetzt auch aus der Tinbox kennen oder damals aus dem Starterdeck in Kamen. Der war früher mal richtig teuer aus Japan, 35 Euro hat er gekostet im Ultra, habe auch zwei Exemplare, also insgesamt drei jetzt mit ihm, aber außerdem nochmal zwei Stück. Natürlich wird er jetzt mit dem Print fürs TCG ziemlich gefallen sein, zumindest seit dem Secret Rare Print, von dem ich leider noch keine einzige habe. In Secret Rare muss die Karte so Bombe aussehen, ich finde dieses Artwork so übertrieben nice. Wesentlich besser als das Movie Pack Artwork. Und so viel dazu. Jetzt habe ich natürlich noch mehrere Karten bekommen, da switchen wir bloß mal so ein bisschen drüber. Da habe ich einfach nochmal 30 oben drauf gezahlt und dann war es gut. Schnappstahl First, Elfenzwillinge First, hoppla, was war das? Dann Endymion ein paar Mal, dann der Klingenritter in Secret, Vorheiliges Begräbnis in Super Rare, dann mein Leidensgenosse. Die Karte, die ich mir damals für teures Geld aus Japan habe kommen lassen, und dann kam sie in Deutschland auch noch in dem Set in Super Rare raus. Das war schon ein Schuss in den Ofen, jetzt haben wir es halt wieder da. Dann ein Schicksalsheld, Dusktopia. Richtig cool, da ich die Karten aus, wie hieß denn das Set nochmal? Ich weiß es nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wie das Set hieß. Da wurde das auf jeden Fall eingeführt, dass auch die Attribute und die Stufen glitzern. Da fehlen mir ja natürlich vor allen Dingen noch die Secrets in einer größeren Stückzahl, deswegen cool, dass sie hier mit dabei waren. Dann Vision Held Anbetung. Dann Schicksalsheld Dreamer, finde ich richtig cool, die Karte. Ich finde, die sieht so episch aus. Dann dreimal Dämmerungsninja Kagen. Die Dämmerungsninjas finde ich auch ganz cool. Dann ein durchkreuzender Counter in Ulti. Nochmal ein Klingenritter. Dann eine Gear aus. Oh, Dark Revolution 3. Okay. Dann aus LODT. LODT. Legacy of Darkness. Last Turn.
Dann, das ist jetzt lauter Low-Rare-Zeug. Ring der Zerstörung geht ungefähr 1 Euro in Rare aus dem Champion-Pack, war der, glaube ich. Friedensbote aus dem Retro-Pack. Frühe Saat aus dem Turbo-Pack. Antike Antriebsgolem in Black-Rare-Zauberserie aus Dark Revolution 3. Dann eben Trickster Lilienglocke, kennen wir aus Code of the Duelist. Nochmal frühe Saat. Nochmal der Friedensbote. Ein Baumfrosch in Mosaik. Ein Baumfrosch in Kamen aus dem Champion-Pack 4. Nochmal frühe Saat. Und nochmal der Ring der Zerstörung. Und zu guter Letzt haben wir einen kleinen Bonus noch dazu bekommen. Und das ist der Kollege hier. Das ist der Slifer der Himmelsdrache aus dem japanischen WeJump Magazin. In, naja, also das Bild ist Kamen, die Schrift ist so ein bisschen wie bei der Ghost Rare und dann eben dieses KZ Rare drüber. Jetzt haben wir wieder ein Playset von dem in der Variante und das finde ich relativ cool. Also vielen, vielen lieben Dank dir, den ich nicht erwähnen darf. Du kannst dich natürlich angesprochen fühlen und ja. Wart ihr mit der Sendung genauso zufrieden wie ich? Ja, nein, vielleicht. Ich persönlich bin begeistert. Wieder einige sehr, sehr seltene Stücke drin. Ich empfehle euch natürlich auch mal auf dem Discord vorbeizugucken und natürlich die Preiskartenfolge zu Testament of the Arcane Lords anzusehen. Aktuell steht nichts weiteres auf der Agenda. Ich weiß also nicht, wann jetzt die nächste Folge von was weiß ich kommt. Also bei mir schaut es jetzt natürlich videomäßig ziemlich knapp aus. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich über meine Händler für nächste Woche, vielleicht auch übernächste Woche, wieder Karten ranbekommen werde. Ich würde sagen, wir sehen uns dann. Und bis dahin, macht's gut, lasst ein Feedback da und haltet die Ohren steif.